Die nächste Grill- oder Sommerparty kann kommen. Spaghetti-Salatnester in einer leckeren Kräuter-Knoblauch-Haselnuss-Pesto mit Hähnchenschnitzelstreifen. Ich wette, das wird der nächste Mega-Hit auf eurer Party. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten für dieses Highlight. Ich spare mir jetzt das Vorlesen, das geht eh alles viel zu schnell. Ihr könnt die Zutaten wie immer unter diesem Video auch nachlesen. Und los geht's! Alle Zutaten für das Pesto in ein hohes Gefäß geben, in dem man gut pürieren kann. Und dann geschieht eben dieses, es wird püriert. Dann abfüllen und erstmal beiseite stellen. Jetzt die Spaghettis kochen. In vielen Rezepten wird immer gesagt, nach Anleitung. Was für ein Scherz, das empfehle ich auf gar keinen Fall. Ich habe noch nie Nudeln nach Anleitung gekocht, weil wenn wir sie nach Anleitung kochen, sind sie am Ende der Garzeit immer noch viel zu hart. Oftmals benötige ich für meine Nudeln das 2- bis 3-fache an Zeit. Um zu testen, ob die Spaghetti gar und al dente sind, wird eine entnommen und probiert. Während die Spaghetti kochen, kann die Muffinform schon mal eingeölt werden. Wenn die Spaghetti al dente gekocht sind, dann werden sie abgeschüttet und kommen sofort wieder zurück in den Topf. Jetzt das Pesto herbeigeholt und 2 gute Esslöffel voll an die Spaghetti geben. Außerdem kommt noch ein Schuss Olivenöl dazu, damit sich alles gut vermengen lässt. Jetzt werden die Spaghetti am besten mit Hilfe einer Schöpfkelle zu Nestern gedreht und in die Auflaufform gesetzt. Die kann dann auf eine Platte oder wie hier zu sehen in eine Auflaufform gestürzt werden. Jetzt muss nur noch ausdekoriert und das geschnittene Hähnchenschnitzel dazugegeben werden. Dann ist es fertig und schaut mal, sieht das nicht lecker aus? Weitere Tipps für Partygerichte findet ihr hier oben in meiner Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.